Im dritten Teil über den ORX möchte ich euch schnell mal zeigen, wie man die Fernbedienung, also den Detektor, mit einer Spule verbindet und wieder trennt, wie man den Detektor mit dem Headset verbindet und wie man den Detektor mit dem MI6 Pinpointer von XP verbindet und was man alles einstellen kann und was das für Vorteile hat. Als erstes fange ich mit der Spule an, dann zeige ich das Headset und ganz zum Schluss den Pinpointer, weil der Pinpointer wird es etwas ausführlicher, da kann man einiges mehr noch einstellen. Also ich fange jetzt direkt mal mit der Spule an. Um eine Spule zu verbinden, muss man den Detektor einschalten. Ich aktiviere den Ton, damit wir das dann auch gleich hören. Dann geht man ins erste Menü, also in die Option, wählt hier Spulen aus. Da oben sieht man jetzt, dass dort schon eine Zahl drin steht. Das liegt daran, weil meine Spule natürlich schon drin gespeichert war. Habe die gelöscht, da bleiben dann so ganz viele Nullen drin. Ich nehme jetzt mal das hier unten, wo noch keine Spule drin ist, als würde ich eine ganz neue verbinden und drücke Select und alles, was man jetzt machen muss, ist die Nummer eingeben, die Seriennummer, welche auf der Spule steht. Und das mache ich jetzt einfach mal. Mit den Plus- und Minus-Buttons kann man durchschalten zwischen den Zahlen und Buchstaben und mit dem Knopf 4 bestätigt man dann eine Zahl und dann schaltet man weiter durch und wieder bestätigen, bis man halt seine Seriennummer eingegeben hat. So, das war's. Jetzt ist die Spule da drin eingetragen anhand der Nummer und jetzt kann man wieder zurückgehen. Die Spule ist jetzt verbunden und jetzt zeige ich euch noch, wie man die wieder trennt. Um die Spule zu trennen, geht man wieder in das gleiche Menü rein unter Spulen. Um die Spule dann zu löschen, sucht man sich dann genau die Spule raus, die man halt löschen will. Man kann mehrere speichern und man wählt die dann aus. Sagt, man möchte die Seriennummer bearbeiten, also Edit Seriennummer und geht dann erstmal zurück zum Anfang und wählt sich dann die 0 raus und überschreibt die gesamte Seriennummer mit Nullen, drückt dann nochmal auf, bestätigen, fertig. So löscht man eine Spule wieder raus und jetzt funktioniert die auch nicht mehr. Um das Headset mit dem Detektor zu verbinden, muss das Headset erstmal aus sein. Dazu drückt man diese beiden Knöpfe gleichzeitig. Macht jetzt mal kurz an und wieder aus. Jetzt mache ich es wieder aus. Dann muss man natürlich wieder den Detektor einschalten. Mach jetzt mal den Ton aus, damit wir dann den Ton nur noch über das Headset hören. Denn es ist ja möglich, dass man ein Headset verbindet, den Ton über das Headset hört, aber trotzdem ist der Ton in der Einheit noch an. Wenn man den nicht ausmacht, möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte nur den Ton aus den Kopfhörern haben. Also deaktiviere ich den Sound von der Fernbedienung. Gehe hier rein bei Menü, also ins erste Menü bei Option. Suche mir hier das Headset raus. Da steht Headset. Select, gehe ins Menü und da steht es ja auch schon. Man soll den Knopf von dem Headset jetzt einfach 3 Sekunden lang gedrückt lassen. Und das mache ich jetzt auch mal. In dem Fall ist es der Minusknopf. Den lasse ich jetzt einfach mal 3 Sekunden lang gedrückt. Und dann sehen wir, es hat sich verbunden. Da kam auch so ein kleiner Bestätigungspiep. Und das war es schon. Jetzt ist das Headset mit der Einheit verbunden. Und wenn man das Headset anmacht, dann kann man das nutzen. Und wenn man das ausmacht, dann kann man das halt nicht nutzen. Stell jetzt noch auf die lauteste Lautstärke und schwenk einfach mal ein bisschen was drüber. Ja, der Ton kommt jetzt aus dem Headset und damit ist das Headset verbunden. Wenn man das ausmachen möchte, wie gesagt, einfach beide Knöpfe drücken, dann ist es aus und dann kommt auch überhaupt kein Ton mehr. So viel zum Headset verbinden. Jetzt möchte ich noch zeigen, wie man den Pinpointer verbindet, den MI6. Dazu schalte ich wieder den Detektor ein, mache diesmal aber den Ton an von der Fernbedienung, weil ich möchte euch ja schön laut alle zeigen, wie sich das anhört und was man einstellen kann. Dann gehe ich wieder ins Optionsmenü rein und wähle hier einfach Pinpointer aus, klicke dort drauf und dann steht schon wieder was da, was man machen soll, nämlich zum Verbinden des MI6 den Knopf vom Pinpointer 8 Sekunden lang gedrückt lassen. Mache ich jetzt einfach mal. Der ist jetzt aus und ich drücke jetzt den Knopf und lasse den auch direkt 8 Sekunden lang gedrückt. Und da sehen wir, jetzt hat sich was verändert. Auf dem Display steht jetzt, dass er den Pinpointer gefunden hat
und dass er den verbunden hat. Und ab jetzt ist der Pinpointer mit dem Detektor verbunden, also total einfach. Um den Pinpointer jetzt wieder zu entfernen, klickt man auch wieder ganz normal in dasselbe Optionsmenü rein unter Pinpointer. Dort steht dann nämlich eine neue Option und zwar Entfernen. Darunter ist eine neue Option Suchen. Das bedeutet, wenn man das auswählt, da kann man den Pinpointer suchen. Bis zu 25 Metern und das stimmt auch mit den 25 Metern. Ich habe das schon getestet. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache, eine sehr gute, nützliche Eigenschaft, wenn man den Pinpointer mal verliert. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, man muss den Pinpointer nicht zwingend mit dem Gerät verwenden. Man kann den Pinpointer auch ganz normal einzeln verwenden, ohne dass es jetzt in diesem Detektor piepst. Aber trotzdem ist der noch verbunden. Und wenn man den verliert, kann man ihn dann trotzdem suchen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch noch im Verlauf des Videos. Als erstes möchte ich jetzt immer kurz auf Suchen drücken, damit ihr mal hört, wie sich das anhört, wenn man den Pinpointer sucht. Dazu kann der Pinpointer auch aus sein. Das ist kein Problem. Der ist jetzt auch gerade aus in dem Moment. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Suchen. Und jetzt piept er wie verrückt. Und jetzt piept er so lange, bis man da drauf drückt. Und dann hat man ihn quasi wiedergefunden. Hallo. Dann geht man da wieder zurück und gut ist. Möchte euch aber noch weitere Einstellungsmöglichkeiten zeigen zu dem Pinpointer. Dazu schalte ich den Pinpointer jetzt mal an. Der ist jetzt quasi mit der Einheit verbunden. In dem Moment, wo man den anschaltet, verändert sich hier das Bild. Der XP-ORX trennt dann automatisch sich von der Spule. Das bedeutet, dass in diesem Moment, wenn der Pinpointer eingeschalten wird, die Spule nicht mehr aktiv ist. Ich kann jetzt da rüber schwenken, da passiert gar nichts mehr. Erst wenn ich den Pinpointer jetzt hier mit einer Münze berühre, sieht man, dass dann was passiert. Wenn ich den Pinpointer jetzt wieder ausschalte, dann ist die Spule auch wieder aktiv. Und wenn ich den Pinpointer wieder anmache, ist die Spule automatisch wieder deaktiviert. Das hat mich persönlich gestört, weil manchmal ist der Pinpointer an und ich möchte aber trotzdem noch drüber schwenken, weil ich in dem Loch suche nach verschiedenen Gegenständen und dann pinpointe ich gleichzeitig, lege den aber kurz zur Seite und schwenke dann nochmal rüber und das war sehr nervig, dass dann immer die Spule aus war, dass ich dann immer wieder erst den Pinpointer deaktivieren musste, kurz warten, 2-3 Sekunden, bis die Spule wieder an ist. Das hat mich sehr gestört. Deswegen finde ich die Funktion mit der Verbindung nicht so toll. Aber ich finde es gut, dass ich den Pinpointer trotzdem suchen kann, weil der ja verbunden ist mit der Einheit. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt nochmal kurz, wie man also quasi den Pinpointer trotzdem separat verwenden kann, ohne dass man den wieder rauswirft aus der Einheit. Dazu muss man einfach den Pinpointer anmachen und wenn der Pinpointer an ist, lässt man den Pinpointer gedrückt, den Knopf, bis man in die Pinpointer internen Optionen kommt. Und der Pinpointer hat ja 7 Optionen. Die 7. Option bzw. das 7. Programm ist das Programm, um den Pinpointer aktiv mit dem Detektor laufen zu lassen. Und alle anderen 6 Programme sind Programme, um selber mit dem Pinpointer einzeln zu agieren ohne den Detektor. Wenn ich jetzt, während der Pinpointer an ist, einfach den Knopf gedrückt lasse, komme ich ins Menü und dann wähle ich jetzt einfach mal Option 5. Aus. Jetzt ist der Pinpointer nicht mehr aktiv mit dem ORX verbunden, sondern den kann ich jetzt ganz normal verwenden, wie man halt das so kennt. Der ist jetzt in dem Fall auf Vibration nur eingestellt, ohne Piepsen. Und die Einheit interessiert sich dafür jetzt überhaupt nicht mehr und ich kann gleichzeitig sondeln und pinpointen, kann aber trotzdem, wenn ich den Pinpointer verliere, den mit dem ORX suchen, weil er immer noch verbunden ist. Er ist ja immer noch eingespeichert und nicht entfernt. So viel erstmal dazu. Jetzt möchte ich euch aber noch zeigen, was man mit dem Pinpointer bzw. was man einstellen kann, wenn der Pinpointer mit dem ORX verbunden ist. Im ORX, weil da kann man dann noch ein paar Settings vornehmen und die möchte ich euch zeigen. Dazu wähle ich jetzt hier beim Pinpointer wieder Option 7 aus oder Programm 7. Jetzt ist er wieder aktiv mit dem ORX verbunden und befindet sich hier im Programm 1. Programme kann man über Plus und Minus durchschalten. Dabei verändert sich die Sensitivität des Pinpointers auch ein bisschen. Ich lasse es jetzt einfach mal auf Programm 1 und mache den Pinpointer mal aus.
Jetzt ist es ja alles aktiv verbunden und man hat jetzt ein Signal und man ist verbunden mit dem Headset und dem Pinpointer. Dann wird der Ton natürlich über das Headset übertragen, auch der Ton vom Pinpointer. Und wenn man jetzt den Pinpointer aktiviert, dann ist man hier Pinpoint-Modus. Man hat dann hier noch eine zusätzliche Option, die kann man öffnen. Dort kann man verschiedene Sachen einstellen, um an dem Pinpointer ein bisschen rumzustellen. Da kann man die Sensitivität erhöhen. Die kann man hochdrehen bis auf 50. Jetzt ist es ziemlich empfindlich eingestellt. Man kann den Ton verändern, also die Herzzahl des Tons, allerdings nur im Pulsmodus. Wenn man jetzt den Ton verändert im Pitch-Modus, dann ändert sich nichts. Also der Pitch-Modus hört sich halt so an und der Pulsmodus hört sich halt so an. Und wenn man jetzt in Ton geht und die Kilohertzzahl runterdreht, ich halte mal kurz die Münze gleichzeitig daneben, damit man das live mithört, wie sich der Ton verändert. So verändert sich halt der Ton. Ich werde mal bis ganz runter gehen, soweit es geht. Ja, 100. 100 Hertz ist das niedrigste. Dann hört sich das hier so an. Und dann gehe ich noch mal kurz ins Höchste. Hertz ist die höchste Einstellung und so hört sich das dann an. Das sind die Sachen, die man einstellen kann. Ich schalte noch mal durch. Man kann bei Audio von Puls auf Pitch schalten. Man kann die Sensitivität maximal auf 50 bringen und minimal, gucken wir mal nach, wie weit es runter geht, 1. Und man kann die Herzzahl von 100 auf 1582 bringen. Und das war's. Das sind die Einstellungen, die man dann über den ORX am Pinpointer vornehmen kann. Und man hat hier noch so eine visuelle Darstellung, wenn man am Pinpointen ist. Achso, jetzt ist die Sensitivität natürlich zu niedrig. Wir müssen ein bisschen höher machen. Ja, man hat hier so eine visuelle Darstellung. Und das bleibt so lange an, bis man den Pinpointer halt ausschaltet. Dann switcht er wieder zurück und dann kann man auch die Spule wieder verwenden. Gut, ich denke, das war's. Hoffe, das Video war informativ und hat euch gefallen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt diese einfach in die Kommentare. Und wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt das auch in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.